Nach der vorletzten Runde lagen beide Teams mit Schüttelfrost im Krankenbett. Letzte Woche gab es die Therapie, eine erfolgreiche Therapie. Und beide, so scheint's, haben ihr Krankenbett wieder gesund verlassen. Rapid weiß wieder, wo des Gegners Tor steht. Und Innsbruck weiß wieder, wie man Tore verhindert, was ja gegen Ried zu Hause alles andere als gelungen war. So spielt heute Wacker Innsbruck. Nichts Überraschendes. Es ist im Endeffekt fast das Team, das so erfolgreich spielte wie in Graz. Außer Merino, der ist wieder gesund nach seiner Adduktorenverletzung. Er kommt neu ins Team hinein. Ansonsten alles gleich wie in Graz. Der Schiedsrichter kommt aus dem Burgenland, Christian Dinter, ein Spätberufener, heute in seinem dritten Bundesligaspiel. Unterstützt wird er von Albert Wandl und Paul Pettö. Und auch bei Rapid gab es für Peter Schöttl klarerweise nicht viel zu ändern. Endlich einmal viele Tore, 5 an der Zahl, wie in den gesamten 7 Spielen zuvor. Deshalb vertraut er derselben Mannschaft. Das heißt auch vorne wieder Alla und Gartler. Hoffmann wird heute unterstützt von Kulowitz, weil Häkkinen mit Fieber im Bett liegt. Aber von der Aufgabenverteilung ganz dasselbe wie gegen Kapfenberg. Sehr stark präsentierte sich nicht nur Trimmel auf der rechten Seite, auch Christopher Drazan gab Gas über die linke Seite, heute einen Elfmeter heraus. Mal schauen, ob er diese Leistung, die wirklich gut war, auch einmal über mehrere Spiele wieder zeigen kann. Hat sie heute nicht einfach gegen Georg Harding, dem Ex-Rapidler, der Eisenfuß der Liga, gegen den Techniker Drazan, wird sicher ein interessantes Duell werden. Abraham, der kennt keine Tiefs beim Fußball, immer gleich konstant gut, zuletzt der Torschütze in der Steiermark gegen Sturm Graz, fast auf den Tag genau, sein zweites Bundesliga-Tor, das erste schoss er auch in der Steiermark damals gegen Kapfenberg und auch mit Köpfchen. Tja, ich erinnere mich, letztes Jahr, da war die Hütte voll beim Auftakt gegen Rapid, beim sensationellen 4:0-Sieg. Davon ist man leider weit entfernt. 6.500 Karten waren gestern zwar im Vorverkauf schon weg, aber ich glaube nicht, dass man erstmals in dieser Saison die 10.000er Marke knacken wird. In Runde 2 gegen Salzburg waren es knapp an die 10.000, 9.600 waren es, also noch nie über 10.000. Tja, die Tiroler verzeihen nichts, auch wenn die Mannschaft gut spielt, mit Pechpunkte liegen hat lassen. Die Tiroler wollen die Mannschaft vorne sehen. Von links nach rechts die Innsbrucker mit Harding. Mit Beer, der gegen Ried sehr schlecht spielte, aber gegen Sturm Graz wieder seine gewohnte Form abrufen konnte. Harding, Patoka gegen Burgic. Suma. Schimpelsberger. Und Hofmann. Endlich mit Erfolgserlebnissen aus dem letzten Spiel mit dem ersten Saisontor eines vorbereitet. Erster Angriff über Drazan. Und Einwurf für die Hütteldorfer. Katzer, starkes Spiel zeigte er. Hat Schrammel sehr gut vertreten, defensiv stark, aber auch immer wieder in der Offensive zu finden gewesen. Auf seiner gewohnten Position musste er diese Saison auch schon rechts in der Viererkette spielen als Linksfuß, aber auch das hat er problemlos geschafft. Schweinocher hat Kofler verdrängt in der Innenverteidigung. Ein Abtasten. Hauser heute wieder in der Viererkette, nachdem ja Dakovic
gesperrt ist nach seiner gelb-roten Karte in Graz. Grazer. Schindelsberger. Also wenn beide Mannschaften so weiterspielen, haben wir ein schönes 0:0 nach 90 Minuten. Grazer. Hofmann. Und auch jetzt ist der Tinder etwas im Wege, deshalb bärgert sich Hofmann auch. Merino. Mal schauen, wie lange die Adduktoren heute halten. Merino und Hackmeier ja noch nicht wirklich fit über 90 Minuten. Hackmeier hat durchgebissen in Graz, weil es keine andere Möglichkeit gab. Vorteil abgewartet, deshalb der verspätete Pfiff von Schiedsrichter Tinter, Faul an Gadler. Von Erki Beer gefällt. Dafür hat so mancher auch schon mal gelb gesehen. Grazan gegen Harding. Flanke kommt. Hauser nicht ganz sauber und Beer mit Nerven aus Stahlseil. Schaffer war der gewohnte Rückhalt in Graz. Saustark seine Reaktion bei einem Haarschuss aus kürzester Distanz. Merino. Innsbruckern fehlen zwar Punkte, aber insgesamt die Ergebnisse nicht schlecht. Sie haben genauso wie Rapid erst zweimal verloren in der Saison, aber eben sehr viele, insgesamt 5 Unentschieden gespielt. Das gibt eben wenig Punkte. Sonderapplaus für diesen Rückpass von Harding von Iñaki Bea. Merino lässt sich weiter zurückfallen. Hackmeier in der Etappe etwas weiter vorne. Nobota hütet wieder das Tor, der Hütteltorfer, nachdem sich Payer den Rücken verletzt hat. Hoffentlich gelingt ihm heute ein besseres Spiel als gegen Kapfenberg. Passiert ist zwar nichts, aber der Gegentreffer war haltbar. Elfmeter hätte es gegen seine Aktion geben können. Er hatte insgesamt in den 90 Minuten wenig zu tun. Einen Schuss bekam er neben dem Treffer auf sein Tor. Der Stahler auf seiner nicht unbedingten Lieblingsposition links auf der Seite. Er spielt ja eher lieber hinter Burgic, aber da ist heute eben Hackmeier aufgestellt. Rapid kommt langsam wieder raus aus der eigenen Hälfte. Schon sind sie wieder alle drinnen. Partie ist in jedem Fall eröffnet, sagt man auch beim Schach. Kontermöglichkeit, gute Kontermöglichkeit, beste Kontermöglichkeit. Den von Trimmel. Oh, da stand er dicht vor seinem dritten Saisontreffer. Böser Ballverlust. Und dann geht es sehr schnell bei den Rapidlern 3 gegen 3. Hauser war mit nach vorne gegangen, deshalb war Trimmel frei. Schaffer verkürzt den Winkel, etwas zu scharf, bisschen weniger Tempo und der Ball hätte sich unter die Latte gesenkt. Erki Beer. Hauser. Der Stahler.
Schütz. Folgt vom Kapitän. Erfolgreich gestört. Einwurf für Rapid. Ding. Zahn löst das gut. Hofmann verfolgt von Hackmeier. Adler. Oh. Darauf hat Schütz nur mehr gewartet. Hat Gartler im Rücken gespürt. Sich einfach nur hingestellt. Schütz im Cup hat ein Kopfballtor erzielt. Einige Fans witzelten danach. War sein erster und wahrscheinlich auch sein letzter Kopfballtreffer. Denn seine Stärken liegen klar in den Beinen, weniger im Kopfballspiel. Marino beim Freistoß. Jakibea bleibt hinten, geht nicht mit nach vorne, nur Schweinocher ist am 16er. Da schneller Abwurf, guter weiter Abwurf auf Hofmann. Rechts kommt Trimmel im vollen Galopp. Schön hineingespielt auf Hofmann. Eckball. Erster Eckball nach 9 Minuten. Das sieht sehr gut aus, wie die Rapidler bei Ballgewinn umschalten in die Offensive. Trimmel zeigt, wie schnell er unterwegs sein kann. Gute Übersicht. Und dann Jakibea zuletzt dran. Ala. Pantokor verfehlt. Daza. Gefälscht von Abraham. Der zweite Ball landet wieder bei Rapid. Kulowitz. Sumar. Aller verlängert. Oh, dort steht nur Hauser. Also das Konzept von Peter Schöttl ist gut zu erkennen. Sicherer Aufbau, wenn Innsbruck im Ballbesitz ist. Versuchen dann bei Ballgewinn schnell umzuschalten und vor allem über die schnellen Außen, da ist vor allem Trimmel gefragt, den Konter zu spielen. Burgic lässt durch. Aber damit überrascht auch Hackmeier. Dann. Es hat gut geklappt mit Häkkinen, die sich immer abwechseln. Jetzt passiert das auch. Kulowitz geht nach vorne. Also einer von den beiden bleibt immer etwas defensiver. Jetzt Hofmann, der sich mit nach vorne bewegt. Drahtzahn. Jakibea, Hofmann. Merino und Hackmeier können ihn nicht des Leders berauben. Vor 2 Wochen noch krank. Von Kulowitz. Dass sich Häkkinen und Kulowitz da abwechselten, sodass einer zur Verfügung stand. Von der Brust von Schimpelsberger geht der Ball ins Out. Hauser. Schon 3 Tore vorbereitet in dieser Saison. So viele wie noch nie in seiner Bundesliga-Karriere. Alle 3 Flanken
führten zu Kopfballtoren. Jetzt die Innsbrucker mit einer Kontermöglichkeit. Schimpelsberger stellt sich da entgegen. Seine Ermahnung dafür, das Bein stehen lassen gegen Hackmeier. Merino wieder Chef auf dem Platz. In Graz machte das alles meist Hackmeier. Trat die Standards oder eben Hauser die Eckbälle von rechts. Harding für Merino. Alaba bei ihm. Flanke hinters Tor. Alaba nicht mehr dran. Abstoß für Rapid. Walter Kogler hat sehr konzentriert gearbeitet nach der 0:5. Schlappe gegen Ried, vor allem in der Defensive. Da wurde ordentlich Gas gegeben. Das hat schon Früchte gezeigt in Graz. Auch wenn es dann am Ende aufgrund der zweiten Halbzeit der Grazer noch etwas glücklich war. Aber man darf nicht vergessen, die Innsbrucker ohne Takovic dann in der zweiten Hälfte haben sich gut dagegen gestemmt. Schaffer. Gadler. Abraham bei ihm. Trimmel. Oh, da kommt keiner entschlossen raus von den Innsbruckern. Drazan. Hackmeier. Wieder war Dinter dazwischen. Diesmal profitiert Hofmann davon. Gut gespielt. Drazan könnte schießen. Abgefälscht vom Bein von Iñaki Bea, müsste Eckball geben, gibt's auch. Waren sie unentschlossen, die Innsbrucker. Drazan hatte viel Zeit, sich den Ball herzurichten. Eckball Nummer 2 für die Wiener. Pfiffe, weil sich Hofmann Zeit lässt beim Ausführen des Eckballs. Der kommt schon wieder. Ein Aufwärtstrend war klar zu sehen in Wien zuletzt. Und Erfolgserlebnisse wie ein verwandelter Elfmeter oder der Freistoß, der zwar durch Mauric verwandelt wurde, aber was soll's, Treffer ist Treffer. Das gibt Selbstvertrauen. Ich glaube, den wollte er gar nicht aufs Tor schießen, sondern den wollte er hineinflanken für Gadler, ist nur nicht gelungen. Hauser. Harding zeigt auf, bekommt den Ball auch. Vor genau 3 Jahren feierte er sein Bundesliga-Debüt, damals im Dress des Gegners. Spielverlagerung auf Hauser. Der Stahler ziemlich isoliert auf der linken Seite. Alternativen gibt es, vor allem mit dem grünen Mann, mit Schretter, der nach seiner Oberschenkelverletzung wieder zurück ist im Team. In diesem Jahr sich noch keinen Stammplatz erarbeiten konnte. Seinen ersten Doppelpack, den erzielte im Juli letzten Jahres beim 4:0. Von dieser Form ist er noch etwas entfernt. Jetzt gibt es Einwurf. Ja. Keinen Einwurf. Einwurf wurde angezeigt vom Assistenten. Aber Schiedsrichter Dinter hat ihn überholt. Gab Freistoß. Sommer. Wieder
wieder zurück. Wechsel auf Drahtzahn. Katzer kommt mit. Nochmals hinaus zu Drahtzahn. Schöner Haken vorbei an Schütz. Zu ungestüm, starker Pass. Nächste dicke Chance wieder für Trimmel. Verletzt liegt da, glaube ich, Schütz am Boden. Nein, Harding ist es. Harding, Schütz läuft ins Leere. Jetzt kommt Harding. Stangepass hinein. War nicht einfach, war bedrängt, Trimmel. Aber herrlich gemacht von Drahtzahn, der sich durchsetzt. Und genau das Richtige macht Hauser und Iñaki Bea, vor allem Hauser, im Bodenkampf dann erfolgreich gegen Trimmel. Dann war der Winkel zu spitz. Zweimal Trimmel zeigt, dass er eine gute Form hat. Und das zeigt uns, dass es nicht gut aussieht, wenn ein Harding am Boden liegt. Der ist wahrlich kein Weichei. Sich, so wie es aussieht, das Schienbein verletzt. Also er weiß noch nicht, wenn ich das richtig deute, was er signalisiert hat, ob er weiterspielen kann. Tja, wer wäre da draußen? Eigentlich Kofler. Wäre eine Möglichkeit für die Defensive, obwohl der Innenverteidiger ist. Harding wird nach wie vor behandelt. Innsbruck mit einem Mann weniger. Tja, das ist wohl das Ende für Georg Harding. Der ist wahrlich kein Schauspieler. Also, Innsbruck muss wechseln. Ich glaube, es zieht sich Kofler um. Das ist der einzige wirklich gelernte Verteidiger. Aber wie gesagt, Kofler ist eher Innenverteidiger. Hackmeier hat in der Zwischenzeit die Position von Harding übernommen in der Viererkette, sodass die Defensive vorhanden ist. Katzer kommt mit. Die linke Seite leitet bei Rapid die Angriffe ein und die rechte über Trimmel wird gefährlich und versucht sie abzuschließen. Eckball Nummer 3. Hofler immer noch nicht im Spiel. Drahtzahn, der trifft Merino. Trimmel, Hofmann ist frei, bekommt den Ball. Wieder über links. Wieder der Stangepass und Elfmeter. Elfmeter, Foul an Gartler. Gelbe Karte für Iñaki Bea. Bin gespannt. Die Reaktion sagt viel über das, was passiert ist. Ja, von hinten gegen Gartler. Der Elfer geht in Ordnung. Sehr ungestüm, wie er da in diesen Zweikampf geht. Riskiert, dass er nicht den Ball, sondern die Beine, wie es in diesem Fall auch war, trifft. In Wien heute Drahtzahn den berechtigten Elfmeter raus. Auch dieser geht in Ordnung. Foul an Gartler. Jetzt ist Kofler im Team. Rapid steht vor der 1:0-Führung. Hofmann steht vor seinem zweiten Saisontreffer. Ich tippe mal rechtes Tor, rechtes Eck, linkes Eck, das wählte er gegen Kapfenberg. Ja, passt. Auch Schaffer spekulierte mit dem rechten Eck, souverän verwandelt.
Hofmanns zweiter Saisontreffer. Zweimal Elfmeter, Schaffer ohne Chance. Und die mitgereisten Rapid-Fans, so an die 800 dürften sein, können erstmals über einen Treffer jubeln. Kofler übernimmt 1:1 die Position von Harding, also rechts in der Viererkette. Guter Auftakt für die Hütteldorfer, denn das Ergebnis passt noch besser zu der ausgewählten Taktik von Peter Schöttl. Gut zu stehen und schnell zu kontern. Die Rapidler ja gestern mit dem Bus angereist. Heute Vormittag gab es am Flughafen gemeinsame Bewegungstherapie. Spiel geht weiter, Vorteil. Wäre sonst ein Foul an Schweinocher gewesen. Außer wird gelegt und vehement der Schritt von Schiedsrichter Dinter und er zückt auch die gelbe Karte gegen Trimmel. Wie gesehen und wie vermutet, Harding hat sich am Schienbein verletzt. Eine Schienbeinprellung, die erste Diagnose. Merino beim Freistoß. Und jetzt geht auch Iñaki Beer mit nach vorne, möchte seinen Fehler ausbessern, das weiß man, wenn man den ehrgeizigen Spanier kennt. So wie er sein Trikot verspeisen wollte nach dem verschuldeten Elfmeter, kann man sich vorstellen, wie es in ihm brodelt. Hofler. Schütz. Mit Ballglück, aber mit einem zu weiten Pass. Schauen wir uns nochmal die Elfmeterszene an. Drazan wieder mit dem klugen Stangelpass. Gartler kommt auf die erste Stange. Ja. Harry Weber würde sagen, früher hätte es diesen Elfmeter nicht gegeben. Wenn du zuerst den Ball erwischt hast und dann den Gegner, war das alles okay. Heute ist das nicht mehr der Fall. Das ist die Rapidbank mit zwei Torjägern auf der Bank. Ryu und Salih und auch mit Prager, der an und für sich mit Hofmann, so war das geplant, das zentrale Mittelfeld bilden sollte. Hauser kann auch gut schießen, kann es sogar noch besser, wie er es jetzt gezeigt hat. Den hat er nicht gut getroffen. Hat viel Platz. Zuma weicht zurück, da geht keiner raus aus der Viererkette. So etwas kann ins Auge gehen. Peter Schöttl gefällt es nicht, dass vor allem die Viererabwehrkette so tief bleibt. Versucht immer wieder Zuma zu signalisieren, dass er weiter nach vorne rücken soll. Trimmel bekommt den Ball nicht. Naja, Missverständnis mit Burgic. Hauser wird offensiver. Schütz. Hofler kommt mit. Ball kommt. Novodauch. Sehr sicher. Wird ihm gut tun. Einfach scharf in die Mitte gepasst.
auf die Flanke verzichtet. Witz. Alla, Gartler, ziemlich allein Hofmann, gutes Auge für Trimmel, dritte Möglichkeit für Trimmel. Da brauchte er zu lange, um den Ball zu verarbeiten, und als er dann abschließen musste, war er schon am Rückwärtsfallen. So kennt man Hofmann, gute Übersicht, kluger Heber über die Abwehr hinweg. Aber dann springt der Ball von der Brust noch einmal an den Kopf von Trimmel. Und in Rücklage war es dann schwierig, den Ball zu drücken. Dritte gute Möglichkeit für ihn. Und wenn man sich anschaut, wie oft es die Rapidler schon versucht haben, dann geht diese Führung auch sehr in Ordnung. Rapid, das aktivere Team, steht defensiv gut, lässt wenig zu bis jetzt und hatte andererseits gute Möglichkeiten, vor allem drei durch Trimmel, sogar höher in Führung zu gehen. Merino! Nein, sagt Schiedsrichter Dinter. Er stand gut, das behaupte ich mal, denn er stand ungefähr 5 Meter genau in Sichtlinie zu Merino, der in den Strafraum hineintauchte. Da bin ich gespannt. Von uns hier oben ist natürlich die Entfernung zu groß, um es wirklich genau zu sehen, aber Dinter stand sehr gut für meine Begriffe und hatte auch freie Sicht. Katzer. Sommer. Schöner Wechselpass. Direkt auf die Brust von Schimpelsberger, der dann aber die Hände einsetzt gegen Hauser. Herstaller hat genug von der linken Seite, ist jetzt ins Zentrum hineingewechselt. Schütz wartet noch auf der rechten Seite. Der Ball von Merino kommt aber dort nicht an. Drahtzahn bekommen die Innsbrucker noch nicht in den Griff und wir schauen uns diese Szene an. Merino, jetzt kommt der Haken. Batoka, an ihm geht er vorbei. Jetzt kommt Hofmann. Naja, Kontakt war da zum Knöchel, aber wenn, war es dann außerhalb. Jetzt kommt, nein, dann kommt der Abflug von Merino. Hackmeier. Tinder lässt weiterspielen, sehr zum Ärger von Hauser. Halbe Stunde gespielt. Rapid führt mit 1:0. Für die Innsbrucker alles andere als erfreulich, denn zweimal lag das Kogler-Team in dieser Saison mit 0:1 zurück und zweimal setzte es eine Niederlage. Das sind die einzigen zwei Niederlagen, die es bisher gab. Sommer, Kurowitz,
Sommer Golubic ins Fegefeuer geschickt mit diesem Pass. Kommt. Ja, Kibea stellt sich Katzer entgegen. Einwurf gibt's. Erobert den Ball. Links wäre Perstaller frei. Naja, jetzt hat er sich's überlegt. Zuerst wollte er sprinten, dann hat er Gas rausgenommen und dann war es zu spät. Vielleicht mit vollem Sprint wäre dieser Ball noch erreichbar gewesen für Perstaller. Schütz, Kofler, Burgic, kommt am Kulowitz nicht vorbei. Gut abgelaufen von Iñaki Bea gegen Gattler. Nochmal. Ja, das ist nicht das einzige Spiel heute, das Sie bei uns anschauen können. Im Anschluss folgt die Konferenz. Und wir sehen jetzt nach 35 Minuten den ersten Eckball für die Innsbrucker. Aus einem Eckball schafften die Innsbrucker in Graz ihr Tor. Getreten von der anderen Seite. Merino. Schon abgepfiffen. Schon abgepfiffen wegen Stoßens. Das hat offensichtlich nur der Schiedsrichter gesehen. Ich habe immer noch gewartet, wo ich ein Stoßen erkennen kann. Also als Heimschiedsrichter entpuppt sich Winter sicher nicht. Die Attacke, der Zweikampf mit Merino war auch nicht ganz sauber. Hat es auch nichts gegeben. Jetzt ein Stoßen erkannt. Hofmann. Drazan. Drazan. Heute, dass Kofler die Beine öffnet, den Schritt macht und ihm dann den Ball durch die Beine schieben. Hackmeier. So durchsichtig auch wieder der Pass, gedacht für Burgic. Thank you.
dann zurück zum Abwehrchef. Der Wechsel hinaus. Kulowitz kommt dazu. Trimmel sichert für Schimmelsberger hinten ab. Die Rapidler möchten die Innsbrucker rauslocken aus der eigenen Hälfte. Da ist nämlich wenig Platz drinnen, um durchzukommen. Merino erfolgreich gestört von Ala. Hofmann. Wieder der Angriff über rechts. Trimmel, nein, Schimmelsberger bleibt hängen. Per Stahler. Ein Pass mit Ansage, darauf hat Katzer nur mehr gewartet. Die ersten Pfiffe sind zu hören. Drazan. Iñaki Bea. Auf 100. Weil den Gartler auf den Boden gezwungen hat. Bekommt eine Ehrmahnung, sollte sich zurückhalten, ist er gelb verwarnt. Tja, und hier, wenn wir genau hinschauen, war da sogar die Hand des Kapitäns im Spiel auf der Linie. Aber war in diesem Moment schon abgepfiffen, also wenn es diesen Pfiff nicht gegeben hätte, wäre es noch spannender geworden bei der Entscheidungsfindung von Schiedsrichter Dinter. Also Drazan spielt bis jetzt eine blitzsaubere Partie. Auch dieser Pass hinein zwischen zwei Innsbrucker Verteidiger in den Lauf von Gartler. Aber insgesamt finde ich, dass Dinter das Spiel im Griff hat, gut laufen lässt. Eine faire Begegnung, das muss man auch dazu sagen. Erst 10 Fouls insgesamt nach 40 Minuten, das kann sich sehen lassen. Beide Mannschaften versuchen Fußball zu spielen. Rapid gelingt das bis jetzt besser als den Innsbruckern. Schweinocher. Hofmann für Alar. Schweinocher, Zweikampfsieger. Rino. Unbedrängt dieser Fehlpass von Hauser. Merino war ganz frei auf der linken Seite. Den sollte man eigentlich als Bundesligaspieler an den Mann bringen. War kein Mensch weit und breit. Gartler kommt. Katze auch. Schweinocher macht den Passweg zu Ala. So, diesmal klappt es besser. Merino anzuspielen auf der linken Seite. Der wartet dann zu lange mit dem Abspiel. Kann erfolgreich gestört werden. Da hat Hauser kurz die Indianerstellung einnehmen müssen. Hand an die Stirn, um den Ball zu sehen gegen die Sonne. Mit der Brust für Per Stahler. Per Stahler. Dann kommt der Ball nicht durch zu Burgic. Adler setzt sich durch in Schweinocher, der zieht den Vorteil.
Tja, und so macht man es dann am besten, wenn versucht wird, einen zu faulen. Gartler setzt sich durch, lässt sich auch nicht fallen, sondern reißt sich einfach los von Schweinocker. Schließt ab. Zweites Saisontor. Durfte er zuletzt das erste Mal von Beginn an spielen. Da reißt er sich los, lässt sich nicht fallen und schließt dann ab. Ich glaube, der schießt fast mit dem Spitz. Hat auch Ballglück gegen Iniakibea. Schön gemacht. Platziert Insek. Zuletzt ja erfolgreich mit dem Kopf gewesen und seinen letzten Kopfballtreffer, den erzielte er im letzten Jahr im Dezember, das war auch gegen Innsbruck. Gartler, das waren damals auch seine letzten Bundesliga-Tore bis zum Spiel gegen Kapfenberg. Zwei zu null. Ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt für Rapid, ein psychologisch ungünstiger für die Innsbrucker. Tja, was kann sich Walter Kogl in der Pause einfallen lassen? Zu viele Ballverluste schon im Mittelfeld bei Innsbruck und Rapid kann immer wieder gefährlich kontern, macht es auch mustergültig. Versucht es aufs lange Eck, hat zuerst gewartet, ob sich das Anspiel für Aller lohnen könnte. Schaut hinüber, Aller kam im Sprint daher, aber da war schon ein Gegner dabei. Ein Instinktfußballer, der meist seine Entscheidungen kurzfristig aus dem Bauch rausfällt. Hackmeier. Nicht hoch genug für Merino. Ein Rapidler liegt am Boden. Hofmann ist es. Hält sich das Knie. Zusammenstoß mit Schütz. Kein Foul von Schütz. Einfach ein Zusammenprall. Eine Minute Nachspielzeit gibt es aufgrund der Verletzung von Harding, der behandelt werden musste auf dem Feld. Rapid führt verdientermaßen auf dem Tivoli Neu-Tirol. Aufgrund der guten Konterzüge, die Peter Schöttl seinem Team mit auf den Weg gegeben hat. Das klappt wirklich gut. Ballgewinn und ab geht die Post, obwohl Peter Schöttl nicht bei der Post arbeitete. Die Mannschaft steht defensiv gut, ließ nur zwei Torschüsse der Innsbrucker zu. Die waren aber mehr als harmlos. Umgekehrt haben da die Rapidler schon gute Chancen ausgelassen, vor allem Trimmel hätte zumindest einen seiner drei guten Möglichkeiten nutzen können. Das ist der Pausenpfiff. Und eine gewisse Art von Anpfiff könnte es auch geben jetzt in der Pause von Walter Kogler. Pfiffe von den Rängen, vor allem von der Nordkurve, sehr laut. Hofmann wieder mal erfolgreich mit einem Elfmeter. Keine Chance für Schaffer. Aller nicht ganz so stark wie zu Hause gegen Kapfenberg, aber bindet immer wieder Schweinocher oder Niakibea an sich, sodass Gartler Platz hat. Sehr stark für mich. Drazan über links, der die meisten gefährlichen Aktionen einleitete. Hofmann so, als hätte es nie eine schlechte Phase gegeben. Trimmel setzt da fort, wo er aufgehört hat, nämlich mit Torgefahr, ohne einen Treffer erzielt zu haben. Und auch die nackten Zahlen belegen,
dass einfach Rapid mit dieser Führung zurecht in die Pause geht. Weiter geht's bei Jörg Kühne und bei Rolly Kirchl. Und es gab ja doch einige strittige Szenen. Und da sind wir gespannt, wie der Experte das Ganze lösen wird. Iñaki, aufpassen, gelb verwarnt und der Sturm in Richtung René Gadler war halt wieder so einer von vielen Zweikämpfen. Dieser Iñaki Bär halt immer für Gratwanderungen gut beim FC Wacker. Pfiffe hat es von den Rängern gegeben, ein Urgestein aus Tirol, Rolly Kirchl. Sieht die Leistung des FC Wacker in den ersten 45 Minuten wie? Ja, Pfeifen, das ist immer so eine Frage. Also ich glaube, die Mannschaft gibt natürlich alles, wobei so richtig vor das Tor kommt man nicht. Wobei Rapid, muss man sagen, sehr gut nach vorne spielt und die wenigen Chancen, die sie haben, dann relativ gut herausspielen und im Konter gefährlich sind. Aber Innsbruck kommt eigentlich nicht durch ihr Spiel vor das Tor und deshalb die Pfiffe in der Pause. Die Elfmetergeschichte in Minute 21, der Treffer dann in der 22. Minute. Steffen Hoffmann, der trifft heuer zwar nur aus Strafstößen, aber eben immerhin, er macht das 1:0 für den SK Rapid, lässt Schabalschaffer im Innsbruck-Gehäuse sowas von überhaupt keine Chance. Die Entstehungsgeschichte dazu, Rolly Kirchl, Bär gegen Gadler, Schiri Dinter hat überhaupt nicht gezögert, hat auf Strafstoß entschieden, zu Recht. Er hat einmal gute Sicht gehabt, das muss man sagen. Und wie gesagt, früher wäre das vielleicht nicht unbedingt ein Elfmeter gewesen, aber mit den neuen Regeln, wenn man sagt, wenn man von hinten reingeht mit einer Schlagbewegung, und die hat er gemacht, er hat zwar dann Ball und Fuß gehabt, aber kann er geben, muss er nicht geben, aber er hat ihn gegeben. Wer weiß, Iñaki Bär heißt in Innsbruck vielleicht schon längst Nakri, weil es ist so, dass sich der Rolli unglaublich auf den Hörti schon freut. Ich tue das auch. Hallo Alfred Hörnagel. Hallo, schönen Nachmittag. Ganz normaler Umgangston in Tirol, Hörti, Rolli. Ja, das habe ich jetzt gesagt, Ali, tut mir leid. So hat er bei uns halt früher geheißen, der Hörti. Aber alle haben auch gesagt, also es hat viele Spitznamen gegeben, Abräumer oder was auch immer. Oder, ja, er hat viele Spitznamen gehabt. Ich bin froh, dass ihn alle wieder mal Sieg im Lang nicht mehr gesehen. Okay, der ist jetzt im Gespräch beim ÖFB. Das muss ich dann mit ihm später bereden. Na, das besprechen wir jetzt auch. Aber zunächst einfach einmal, wie geht's Ihnen? Ganz einfache Frage, interessiert mich aber. Also mir geht's hervorragend. Wir sind nach Tirol übersiedelt. Habe jetzt viel Zeit mit der Familie verbracht, viel Zeit auch für mich selber gehabt und haben jetzt einfach einmal in den letzten Wochen und Monaten das Leben genossen. Sie sind Sportdirektor bei Rapid gewesen. Wie gefällt Ihnen das, was der SK Rapid in den ersten 45 Minuten gezeigt hat? Also ich glaube, Rapid war dominant, hat das Spiel in der Hand gehabt und hat sich auch, der war präsent auf dem Platz, hat auch einige Chancen herausgespielt, auch der Christopher Trimmel schon zu Beginn. Und ja, mit ihrem Spiel sind sie verdient jetzt auch in Führung gegangen und führen auch verdient 2:0. Christopher Trimmel überhaupt an drei Szenen des SK Rapid in dieser ersten Hälfte beteiligt. Minute 28, die nächste gute Chance. Und wir haben schon über Steffen Hoffmann gesprochen. Der hatte hier, Rolly Kirchl, eine sehr, sehr kluge Idee. Ja, die hat er vorher schon gesehen und wir haben gesagt, ah, jetzt ist die Aktion vorbei. Aber der Steffen Hoffmann, muss man sagen, ein Fußballer ist ein genialer und da hat er den Mann drüben frei gesehen, ja, hat ihn freigespielt und das wäre fast das 2:0 gewesen. Steffen Hoffmann heißt es, Ali Hörtnagel, der wird in dieser Saison etwas zu defensiv eingesetzt. Wie ähnlich sehen Sie das vielleicht? Jeder Trainer hat also seine Vorstellungen. Steffen Hoffmann nimmt nach wie vor natürlich eine sehr wichtige zentrale Rolle ein auf dem Platz. In letzter Zeit auch immer besser, hat jetzt mit heute schon das zweite Mal getroffen und er ist ein Mann, der eben auch entscheidende Dinge immer wieder machen kann und ja, er bleibt der wichtige Mann auch weiterhin für Rapid. Und manchmal, Rolli, interpretiert er seine defensive Rolle auch mal so, 30. Minute, Schiedsrichter Dinter hat in dieser Situation nichts gemacht, aber ich glaube, Steffen Hoffmann hat sehr wohl etwas gemacht, wenn es auch nicht im Strafraum des FC Wacker war. Richtig, war auf alle Fälle ein Foul, also ist ähnlich wie beim Elfmeter. Er steigt ihm dann auf den Schuh drauf, aber es war, wie man es dann auch sieht, in der Zeitlupe außerhalb, aber es war ein klarer Freistoß, muss er eigentlich auch sehen. Ali Hörtnagel, es wird viel über die Schiedsrichter in Österreich zurzeit gesprochen, vielleicht wird zu viel über die gesprochen. Wie sehr hat Österreich ein kleines Schiedsrichterproblem? Also ich glaube, die Probleme des österreichischen Fußballs liegen woanders und sicher nicht bei den Schiedsrichtern. Ich glaube, das sollte man mal einfach jetzt außen vor lassen und es geht um das Spiel, um das Auftreten und ich glaube, da sollte der Fokus hingehen auf das Spiel, auf Offensivspiel, auf die Qualität des Spiels und darauf sollte man den Fokus legen. Wo liegen diese Probleme, das, was Sie gerade gesagt haben?
Also ich glaube, dass wir grundsätzlich, wenn wir jetzt vielleicht den Bogen spannen zum ÖFB-Team, dass wir einfach einmal eine klare Spielphilosophie brauchen, die offensiv ausgerichtet ist, die dynamisch ist, die auf Agieren aus ist, die von einer guten Organisation heraus sozusagen das Spiel bestreiten. Und ich glaube, das sind ein paar so wichtige Eckpfeiler, dynamisch, offensiv, die das Publikum dann auch mitreißen können. Entschuldigung, sind Sie schon Sportdirektor beim ÖFB? Hat so geklungen gerade. Nein, bin ich nicht. Es hat mit meiner Person auch nichts zu tun. Es ist nur eine Vorstellung, die ich mir in mir trage. Und da hat es eben in letzter Zeit auch einige Gespräche gegeben und da habe ich meine Meinung dazu abgegeben. Eine Position beim ÖFB Rolikircher, die vorstellbar ist, klar, notwendig eventuell auch? Ich glaube schon. Ich habe heute zwar wieder gelesen, dass die Position nicht besetzt wird. Wobei, die Zeitungen kann man nicht immer alles glauben, aber ich glaube schon, dass die Position sehr, sehr wichtig ist, dass einfach ein Mann da ist, so wie in Deutschland Bierhof oder Sammer, sage ich mal, die da übergeordnet sind, über der sportlichen Führung und da die Feen ein bisschen, wo die Feen zusammenkommen, wo die ganzen Informationen zusammengetragen werden und dann eben, wie gesagt, auch mit anderen Erfahrungen von anderen Ländern dann das Beste draus gemacht wird. Also ich finde, diese Position sollte schon von einem Fußballer besetzt werden, der ein bisschen was in der Birne hat und einmal Fußball gespielt hat und der Ali wäre so einer. Wäre so einer? Also ganz ehrlich, wir führen eine Diskussion und beginnen sie falsch vor der falschen Richtung. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass der österreichische Fußball ein klares Visionsbild hat, wie sie spielen wollen, ein Leitbild, verbunden mit klaren Zielsetzungen. Und erst dann kommt die Organisation dazu, dann werden Stellen beschrieben, dann werden Stellen ausgeschrieben und dann wird auch klare Aufgabenverteilung erfolgen. Und deswegen glaube ich, es fehlt einmal die grundsätzliche klare Richtung, die man vorgeben muss. Und erst dann sollten die Positionen danach auch besetzt werden. In welche Richtung sollte es denn bei der Position des ÖFB-Teamchefs gehen? Jung, alt, inländisch, ausländisch? Nein, ich glaube, das sollte das widerspiegeln, dass man einen modernen offensiven Fußball spielen, möglichst erfolgreich, möglichst auch wirklich realistische Chancen, eine Qualifikation einmal nicht nur zu bestreiten, sondern eben auch die Qualifikation zu einem Großturnier zu schaffen. Und das sollte und muss eigentlich auch das große Ziel des ÖFB und in der Spitze des ÖFB sein. Ein Name ist noch überhaupt nicht gefallen bei der Suche nach dem ÖFB-Teamchef, der von Peter Backholt zum Beispiel. Der hat heute Nachmittag 2:1 gegen die Zweierkandidatur von Hertha Berlin gewonnen, ist Tabellenführer in der Regionalliga. Wäre das so ein Typ? Den kennen Sie doch gut. Ja, der hat jetzt einen guten Posten, eine große Aufgabe in Deutschland. Der muss auch eine Mannschaft entwickeln und weiterbringen und so schnell wie möglich nach oben bringen. Und der hat seine Aufgabe und ich glaube, dass es jetzt für ihn nicht das Thema ist. Apropos Peter Backholt, wieder einmal was gehört von ihm? Ja, der ist sehr beschäftigt im Norden von Deutschland und voll im Einsatz. Also wir haben keinen Kontakt. Zurück zum Spiel. Das 2:0 des SK Rapid. René Gadler hat es in Minute 43 gemacht nach einem Alleingang. Wenn man so möchte, Rolikircher, ein Alleingang. Zu einem Alleingang gehört eigentlich sonst niemand dazu. Und es war auch nicht wirklich ein Gegenspieler da. Ja, Alleingang war es nicht, weil er hat den Ball da zwischen zwei Wacker-Spielern sich erkämpft, hat ihn dann behauptet und hat dann vom 16, muss man wirklich sagen, souverän ins Eck, also das freie Eck gesehen und rüberplattelt, wie wir so schön sagen. Aber Alleingang ist es bei weitem nicht. Also es waren die Innsbrucker in Überzahl und der kommt dann frei zum Schießen am 16. Also da ist hinten nicht unbedingt die Kompromiss, also der richtige Wille da, den Ball zu verteidigen. Also das habe ich nicht gesehen bei den Verteidigern von Innsbruck, speziell auch die ganze Halbzeit, nicht nur bei dieser Aktion. Boris Prokopitz, der wäre heute wieder spielberechtigt, erstmals nach seiner roten Karte vom Wiener Derby gegen die Austria, ist aber heute nicht einmal im Kader. Ali Hörtnagel hat ihn in der Winterpause damals von FC Wacker zu Rapid zurückgeholt. Wie sehen Sie denn seine Entwicklung aktuell? Ja, der Boris Prokopitz ist ein sehr guter Fußballer, das hat er auch bewiesen, als er bei Wacker Innsbruck gespielt hat, als er zurückgekommen ist, hat er relativ viele Einsätze und hat auch gezeigt, dass er große Qualitäten hat, hat auch die ersten Tore dann für Rapid erzielt. Und durch diese rote Karte, wo er jetzt doch länger ausgefallen ist, hat er ein bisschen den Kontakt, den Anschluss eben naturgemäß verloren. Aber ich glaube, dass sich der wieder mit seiner Qualität in die Mannschaft zurückspielen wird. Wie gut sehen Sie denn den Prokopitz bei Rapid, Oli? Ja, wo er da in Innsbruck war, war er ein paar Mal auch Kommentator oder Experte und da habe ich ihn fast immer als besten Mann gesehen von dem Wacker Innsbruck. Also fast schade, dass er jetzt irgendwo untergetaucht ist, vor allem bei einer Mannschaft, bei Rapid, die nicht jetzt unbedingt mit den großen Kalibern aufmarschiert, sondern eigentlich genau mit solchen Spielern wie der Prokopitz ist, eigentlich agiert.
eigentlich schade, dass er da irgendwo jetzt untergeht, weil für mich ist er schon ein, das, was ich gesehen habe, ein genialer Fußballer. Vielleicht fehlt es ein bisschen an der Einstellung oder am Einsatz, das kann ich jetzt schwer beurteilen, aber der Peter Schüttel wird seine Gründe haben, warum er nicht dabei ist. Also hört ihr, es hat irgendwie Spaß gemacht, über die Zukunft zu reden. Ich möchte einmal noch einhaken. Wo sehen Sie sich in einem Jahr, außer wohnhaft in Tirol? Ich sehe mich wo jemand oder ein Verein oder eine Führungsspitze dann auch ein Stück weit Vision vorgibt, um was Großes zu erreichen. Und da bin ich immer gerne dabei, damit zu machen. Martialische Worte. Ich bedanke mich, Ali Hörtner, hat Spaß gemacht. Hat mir auch Spaß gemacht. Dass Sie wieder mal da waren. Rolli Kircher ab in die zweite Hälfte. Charlie Leitner mit FC Wacker gegen Rapid Teil 2. Apropos Wetten, wenn Sie zu Hause 2-3 Euro irgendwo rumliegen haben und den Weg noch finden in eine Wettannahmestelle, dann machen Sie das. Setzen Sie darauf, dass Rapid dieses Spiel heute nicht mehr verlieren wird. Denn wenn ich Ihnen sage, dass Rapid nach einer 1-0-Führung zuletzt in 80 Ligaspielen nicht verloren hat, dann wäre das sicher kein großer Risikotipp. Und wenn die Rapidler so weiterspielen wie in den ersten 45 Minuten, wird diese Gefahr auch gar nicht aufkommen. Es sei denn, dem Walter Kogel ist jetzt ganz was Tolles eingefallen. Und dann ist ja das Zweite wichtig, die Spieler können das dann auch wirklich umsetzen. Als Erstes sehe ich zum Beispiel Perstaller wieder weg von seiner ungeliebten Position auf der linken Seite. Da sehe ich jetzt vorerst einmal Merino. Perstaller dort, wo er gerne spielt, nämlich hinter der Spitze Burgic, wo er auch seine besten Leistungen immer zeigte und wo er auch seine Torgefährlichkeit besser ans Tageslicht bringt. Ansonsten sehe ich keine weiteren Veränderungen, außer dass wahrscheinlich Hackmeier jetzt der Mann im offensiven Mittelfeld sein wird. Denn Hackmeier tauchte etwas unter dem Schatten von Merino, war bei weitem nicht so präsent wie in Graz gegen Sturm. Ich kann mir vorstellen, dass sich Wacker nicht mehr so weit zurückzieht in die eigene Hälfte, sondern wie jetzt eben gesehen, Burgic schon früh Sommer attackierte, Pass von Merino, Burgic abgefälscht und Nobota. Wird wohl darauf rauslaufen, dass Innsbruck versucht, mit Pressing schon früher die Rapidler in der eigenen Hälfte zu stören. Es bleibt auch anderes übrig. So schaut es auch jetzt aus. Unten schauen Sie mal, 5 Innsbrucker in der Hälfte der Rapidler, außer Schimpelsberger, der sich sehr klug immer wieder mit Trimmel ablöst. Und das könnte die Entscheidung sein, ist es auch. Aller mit seinem ersten Treffer für Rapid. Ein Tor hat er schon aufgelegt, jenes gegen Mattersburg für Trimmel. Aber Treffer ist ihm noch keiner gelungen. Jetzt ist auch das passiert. Und das ganze Aufbäumen von Innsbruck dauerte genau 2 Minuten. Schweinocher läuft raus, lässt Ahler in seinem Rücken völlig frei. Schlechte Zuordnung. Den Jakibea auch nicht beim Mann, sondern nur im Raum. Im gefährlichen Raum war Ahler schon rechtzeitig. Da passt schon vieles sehr gut heute bei Rapid. Zum Beispiel eben dieses Zusammenspiel zwischen Schimpelsberger und Trimmel, die sich da sehr gut abwechseln. Wenn der eine geht, bleibt der andere. In diesem Fall war es dann Schimpelsberger, der den Treffer einleitete. Kopfball von Hackmeier. Waren gut 12 Meter. Da wird schwierig, einen Torhüter zu bezwingen. Dazu, wenn der Ball fast zentral läuft.
Hofmann fängt den Ball von Hauser ab. Hauser holt ihn in sich zurück. Abraham auf Schütz. Und dann Drazan. Wer sagt denn, dass der defensiv Schwächen hat? Abraham muss eingreifen. Sauberes Tackling, wie von einem gelernten Verteidiger. Aber da hilft nichts. Innsbruck muss sich zumindest vor seinen Fans so präsentieren, dass die Fans das Gefühl haben, sie versuchen zumindest alles. Nicht einfach nur dastehen und sich damit abfinden, dass es eben die nächste Heimniederlage gibt. Merino mit dem Heber aufs lange Eck. Im April gab es auch eine 0:3 Niederlage für die Innsbrucker. Damals der Neuanfang nach Peter Packholt. Barisic als neuen Trainer. Damals überragender Mann Hofmann, ein Tor vorbereitet, ein selber erzielt. Aber auch heute gefällt mir der Rapid-Kapitän sehr gut. Jaki schießt Schütz fast das Knie aus dem Bein. Ball war nämlich gedacht für Burgic. Einwurf und diesen Einwurf gibt es für Innsbruck. So einen Rempler von Katzer und die gelbe Karte für diesen Rempler, der beim Vorbeilaufen Kofler noch eine kleine mitgibt. Einwurf gibt es aber für Innsbruck, weil ja der Ball aus dem Spiel war. Burgic, Hofmann hilft in der Defensive aus, Abraham. So, jetzt muss der Ball bald runter, sonst wird es ihm schwindlig. Ball von Abraham. Voilà. Hofmann. Trimmel, Schimpelsberger. Hofmann. Schütz. Hofmann holt sich den Ball wieder selbst zurück. Drazan gegen Hauser, vorne nur Gartler. Das war nicht Fisch, nicht Fleisch. Für einen Schuss zu schlecht, für einen Pass auch. Kofler wartet. Wartet fast zu lange. Schütz, Kofler,
Schweizer verbeißt sich in Schütz. Atoka. Sieht er sein erstes Bundesligator gegen die Innsbrucker. Heute seine Hauptaufgabe, Tore zu verhindern. Bisher gut gelungen. Drazan. Direkte Spieler Walla. Rechts kommt Trimmel. Abseitsstellung Trimmel. Da tun sich große Räume auf. Naja, ganz genau genommen war es gar kein Abseits. Aber was soll's. Überhaupt der erste Abseitspfiff in diesem Spiel. Hofmann, Trimmel, Kulowitz. Jetzt rutscht vorbei, Merino, Schimmelsberger kann ihn auch nicht hindern, aber, ja, aber da hätte es einen Pfiff geben müssen, denn durchs Stolpern legte sich Merino den Ball dann weiter vor. Jetzt kommt Schimmelsberger, zieht ihn zurück, hakt auch ein, jetzt kommt er in Straucheln und der Ball ist weg. Burgic. Steigt der Spanier auf den Ball rauf. Vorteil. Schweinocher beendet den Vorteil. Schretter kommt. Kurz bevor er 30 Jahre alt wird, in 5 Tagen ist es soweit. Bei Schretter kommt für Merino. Der mag diese Position auch nicht wirklich. Marcel Schretter, auch er spielt lieber im Zentrum, aber einer muss diesen Job ja ausführen. Schlecht, dieser lange Pass von Patoka für Gartler. Robota. Nicht der große Fußballer, wie man gesehen hat an dieser Aktion, aber geht kein Risiko ein, spielt den Ball einfach in Seitenout. Im Rücken zum Tor Burgic. Morgen feiert er Geburtstag. Sollte es beim 0:3 bleiben, wird es ein eher unlustiger Geburtstag. 27 Jahre alt wird er. Kann sich kaum durchsetzen heute. Verlor bisher 9 von 11 Zweikämpfen. Deshalb kommt er auch kaum zu Chancen. So. Schwetter. Gut gedoppelt von den Rapidlern. Kulowitz scheint sich den Knöchel verletzt zu haben. Schuh ist fast ausgezogen. Steigt ihm Schretter hinten auf den Schuh rauf. 1964, so
ist schon ein paar Monate her, gab es das erste Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Mannschaften. In der Zwischenzeit schafften die Innsbrucker 99 Tore gegen Rapid und wollten heute unbedingt aus den 99 Luftballons einen 100er machen, aber davon sind sie sehr weit entfernt. Rapid steht gut, lässt nichts zu, spielt konzentriert. Ja, und durch die Mitte wird es nicht einfacher. Rapid bereitet einen Wechsel vor. Prager wird wieder Praxisminuten bekommen. Foul von Burgic und Schimpelsberger. Alles Gute auf dem Weg, gibt ihm Peter Schöttl mit, wird nicht für Kulowitz kommen, sodass er neben Hoffmann spielen kann, sondern für den Torschützen zum 2:0 für Alla. Auffälliger hat er gespielt gegen Kapfenberg, da ist ihm kein Treffer gelungen, obwohl er drei gute Möglichkeiten auch hatte. Heute ist es geglückt, da freut sich auch der Trainer für ihn. Und Prager neu im Spiel. Das heißt, Hofmann wird sich weiter vorne orientieren. Da ist er schon. Die nächste gelbe Karte gibt es in diesem Spiel für Gartler. Nach Foul an Schweinocher. Ja, da oben haben die Arme überhaupt nichts zu suchen. Da sind die Schiedsrichter auch angehalten, dafür die gelbe Karte zu zeigen. Ja, Gebär, der Einzige, der bei Innsbruck die gelbe Karte sah. Die restlichen drei gingen an Rapid-Spieler, an Trimmel, an Katzer und an Gartler. Hackmeier. Ja, der Walzertanz von Abraham sagt vieles aus. Er findet niemanden. Jetzt findet er Hauser. Batoka, Hackmeier, Schretter, wieder gut getoppelt vor den Rapidlern, Flanke kommt trotzdem und der Kopfball. Von Burgic. Aber schwer für ihn, weil er vom Ball weg war. Da dem Ball die richtige Richtung, den richtigen Druck zu geben, war schwierig, war schon im Sinkflug. Burgic verlängert. Das sind so die eingeplanten Spielzüge. Burgic geht auf den Kopfball. Herstaller läuft in die Gasse. Aber dann kam Sommer, erwischte zwar noch den Oberschenkel von Herstaller und Schretter nutzt seine erste Chance zum Torabschluss. Über eine Stunde gespielt. Rapid kontrolliert das Spiel, lässt Innsbruck optisch besser aussehen, ohne dass die Innsbrucker aber zu den wirklich großen Chancen kommen.
Stadler. Und das Gefühl, dass eher noch die Rapidler ein Tor drauflegen. Wie viel Zeit hat der Drahtzahn, bis da irgendjemand da mal kommt, um sich ihm entgegenzustellen? Schretter. Wieder schnell am Ball. Schimpelsberger wieder, verliert Burgic einen Zweikampf. Nur 8.073 Zuschauer sind heute gekommen gegen Rapid, gegen den großen Klassiker. Normalerweise, egal auf welcher Position die beiden Mannschaften stehen, Rapid zieht normalerweise immer in Innsbruck. Und dafür ist es doch enttäuschend. Zuschauer verzeihen den Kicker nicht, dass sie kein einziges Mal bisher zu Hause über einen Sieg jubeln konnten. Doch heute wird es den nicht geben. Schretter. Für Hackmeier besser wäre die Lösung gewesen, auf Schütz zu spielen. Denn alle liefen mit Hackmeier mit. Schütz 4 Meter hinter Hackmeier, war ganz alleine. Müht sich, möchte wieder rein ins Team. Durch die Beine von Schimpelsberger, gesperrt. Freistoß für Innsbruck. Aber bisher zeigten die Rapidler in dieser Saison noch keine Schwächen bei den Standards der Gegner, haben als einziges Team noch kein Gegentor aus einer Standardsituation hinnehmen müssen. Hackmeier versucht's. Abraham, das ist einstudiert, der läuft immer auf den kurzen Pfosten, jetzt von hinten. Schütz, abgefälscht. Tempo raus aus dem Ball. Novota ohne Probleme. Hat auch noch nicht angeschrieben in der Bundesliga, Daniel Schütz. Wie gesagt, im Cup zuletzt. Da war er erfolgreich. Hackmeier. Vorbei an Drahtzahn. Das war's dann. Novota heute fehlerlos, sehr sicher, so wie er gespielt hat gegen Mattersburg, als er kurzfristig für Bayer rein musste. Deshalb dann auch die Entscheidung von Peter Schöttl, ihn auch gegen Kapfenberg spielen zu lassen. Da rechtfertigte er seine Aufstellung nicht. Heute muss er wieder. Heute macht er bisher auch alles richtig. Hackmeier. Gartler. Ballverlust. Drei Rapidler gegen 4 Innsbrucker. Hofmann. Gartler. Jaki Beer bei ihm, sein persönlicher Freund. Gartler geht zu Boden. Dinter stand daneben. Und den Jaki beschwert sich bei Dinter, dass Gartler liegen bleibt. Aber auch nichts zu sehen.
Aber der Schiedsrichter muss da einfach einschreiten, wenn ein Spieler liegen bleibt. Kann ja nicht die Gesundheit eines Spielers riskieren, auch wenn da offensichtlich gar nichts passierte. Rapid auf dem Weg nach oben. Nicht nur leistungsmäßig knüpfen die Rapidler an das Spiel in Kapfenberg an, sondern auch in der Tabelle geht steil bergauf. Rapid damit vorerst einmal Platz Nummer 2. Pfiffe für Gartler. Nuiho wird Gartler ersetzen. Ja, Kibea hat den Helfern auch noch signalisiert, da war aber nichts. Rapid kontrolliert das Spiel, kontrollieren es gut. Sie müssen ja nicht 5:0 gewinnen, 3:0 bringt auch 3 Punkte. Sie warten, was Innsbruck noch im Kasten hat. Seit dem 13:0 von Ala Rapid ohne Torschuss. Das Ganze war vor 20 Minuten. Aber wie gesagt, ist ja auch nicht gefragt, ist nicht notwendig. Die Führung komfortabel. Schimpelsberger mit einer Kerze. Bessert aus. Einwurf für Innsbruck. Zu wenig Bewegung, zu wenig Überraschendes passiert. Da Rapid kann sich immer wieder neu orientieren, sich gut aufstellen. Der Stahler, Schretter rechts übers Tor. Ja, der will unbedingt, das merkt man. Aber das ist wie beim Golfen. Wenn du unbedingt möchtest, dann triffst du nichts. Für Harding ein doppelt schlechter Tag, keine Siegesprämie und die Verletzung am Schienbein. Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus, um sich röntgen zu lassen, ob da nichts am Knochen passiert ist. Die erste Diagnose war ja Schienbeinprellung, aber da weiß man nie ganz genau, ob da nicht auch ein Knochen absplittern kann. Verkehrt. Einwurf für Innsbruck. Rapid macht Dienst nach Vorschrift. Viel zu viel geht auch durch die Mitte bei Innsbruck. Nach dem 1:1 in Graz für Innsbruck wieder ein Rückfall. Nicht einmal ein Tor ist gelungen, deshalb wird wohl auch noch Bammer kommen. Und immer wieder dieses Warten auf den Ball. Prager läuft dem Ball entgegen und gewinnt dadurch auch den Zweikampf. Kritik von Walter Kogler für Alex Hauser.
Mein Gott, solche Pässe. Da lädt man ja den Gegner förmlich ein zum Kontern. Und bei Rapid zeigt sich, Kapfenberg war keine Eintagsfliege. Sie hätten da gut und gerne auch 8 Stück werden können, hätte Gadler sein Zielrohr und Ala besser getroffen. Aber es hätte auch dümmer ausgehen können, hätte es den Elfer gegeben für die Kapfenberger, immer vorausgesetzt, dass man den auch verwertet. Aber am Ende gab es das 5:0 und mit diesem Erfolgserlebnis hat die Mannschaft heute ein sicheres Auftreten demonstriert, ist mit breiter Brust hier angekommen. Klare Vorgabe, Raum gut zuzumachen, Ball möglichst im eigenen Feld zu gewinnen und dann schnell zu kontern, über Drahtzahn, über Trimmel. Und das ist alles sehr gut gelungen, vor allem in der ersten Hälfte. Die Rapid-Viertelstunde hat soeben auch begonnen. Gab schon 5 Treffer in dieser Saison. Und vom Gefühl her sind die Rapidler auch einen weiteren Treffer näher als die Innsbrucker einem Ehrentor. Bammer wird gleich Burgic erlösen. Dem wird nicht nach Geburtstagsgefühlen sein. Blieb heute sehr blass. Konnte sich kaum in den Zweikämpfen durchsetzen. Aber was auffällt in dieser zweiten Hälfte, die vielen unerzwungenen Fehlpässe, auch wenn Abraham sich den Ball wieder zurückholt. Egal von wem, von Abraham, von Iñaki, von Hauser. Bammer wird Burgic bald ablösen. Die Joker, die im letzten Jahr so trafen. Da gehörte Bärstaller dazu, da gehörte ein Löffler dazu, der das 99. Bundesligator gegen Rapid beim 4:0 erzielte. Abseitsstellung, die zweite in diesem Spiel. Dieses Mal war es auch eine. Bammer für Burgic. Auch er hat als Joker in der letzten Saison gestochen. In diesem Jahr haben die Joker noch keine Treffer erzielen können. Gibt ja nur 4 Torschützen bei den Innsbruckern. Merino ist schon weg. Bärstaller mit 2, Merino mit 2, Burgic mit 2. Der ist jetzt auch draußen. Bleibt nur mehr Abraham, der letzte Torschütze. Schretter durch die Beine von Schimmelsberger. Batoka wieder geistig schneller als Bammer. Foul an Riu. Und noch ein Wechsel bei Rapid. Tonhofer, wir kommen. Den brachte Peter Schöttl ja mit. Aus Wiener Neustadt. Hackmeier. Schütz. Und wieder Drahtzahn. Offensiv ist er nicht mehr ganz so stark, aber defensiv hilft er aus, steigt jetzt auf den Ball. Der 2 Minuten Sturmlauf der Innsbrucker gleich nach der Pause ist wieder verebbt zu einem Lüftchen.
für Peter Schöttl. Schön, dass er den Ergänzungsspielern Matchpraxis geben kann. Sagt er selbst, ich habe fast einen zu großen Kader dafür, dass wir international nicht unterwegs sind. Und da alle bei guter Laune zu halten, ist nicht einfach. Trimmel, der ist froh, wenn er mal raus darf. Drei gute Chancen hat er in der ersten Hälfte. Gewohnt zuverlässig. Ähnlich wie gegen Kapfenberg agiert, außer dass er auch da getroffen hatte. Aber sonst für die Mannschaft wieder Vorlagen vorbereitet, selbst abgeschlossen. Und mit wenig Glück heute im Abschluss. Schretter bei Meckball. Bammer kommt nicht an Sommer vorbei. Schretter, Herstaller, jetzt eng. Ja, das echte Spitzenspiel, das gibt es natürlich am Sonntag. Sonntag, 15:45 morgen. Schütz. Braga. Bonhofer. Nicht in der Viererkette. Da bleibt Schimmelsberger, sondern er spielt im Mittelfeld. Bonhofer auf der Position von Trimmel. Stark genug der Pass von Praga. Der war wieder zu stark von Abraham für Bammer. Sonntag, morgen wird getockt. Und Tore wird es auch geben. Talk und Tore, Thema Schiedsrichter. Ja, da hat es einfach zu viele Ungereimtheiten gegeben. Auch gestern gab es ja in der ersten Liga auch wieder einige Pfiffe, über die man reden kann. Dass es nicht einfach ist, diesen Job auszuüben, das weiß jeder. Viele wissen es besser, machen möchte es keiner. Vor allem ehemalige Spieler vermisse ich, die das eigentlich wissen müssten, was da unten auf dem Feld läuft und passiert. Aber da stellt sich keiner hin und sagt, ich mach's jetzt besser. Und deshalb muss man mit dem zufrieden sein, was wir haben. Und sie machen einen guten Job. Schwer genug haben sie es und mit Absicht pfeift keiner falsch. Im Schnitt werden wohl die Spieler meist mehr Fehler machen als so ein Schiedsrichter über 90 Minuten. 7 Minuten haben wir noch bis zum Ende des offiziellen Teils. Ob es da noch eine Kür gibt, bezweifle ich. Rapid spielt diesen Sieg nach Hause. Schretter bemüht, links und rechts zu finden, sehr engagiert. Das ist das Erfreuliche, wenigstens aus Innsbrucker Sicht. Peter Schöttl scheint das Gerippe seines Teams gefunden zu haben und auch die Position, glaube ich, für Steffen Hoffmann. Abraham muss wieder mal der Defensivmann für Torgefahr sorgen. Quittiert das mit einem Lächeln nach dem Zwiegespräch mit Hofmann. Ich glaube, da ist er gut aufgehoben, Steffen Hofmann. Wenn er auch weiß, er muss nicht alles machen, aber er darf vieles machen. Hat im Zentrum immer einen mit dabei. Zuletzt Häkkinen, heute Kulowitz, es könnte in der Zukunft auch Prager sein, wer auch immer. Hofmann, ein Tor gemacht, dreimal hat er selber versucht und
Das ist das Wichtige für ihn. Er wurde gesucht und gefunden von seinen Mitspielern. Der Mann mit den meisten Ballkontakten, der wieder Ideen hatte im Spielaufbau und jetzt vielleicht die Chance sogar hat, ein weiteres Tor vorzubereiten. Thonhofer, Nuihu, wenn es jetzt schnell getraut sein, links ganz alleine frei, Nuihu. Schaffer, sehr abgekehrt. Haken war gut. Und dann hat Schaffer ihm dieses Eck angeboten. Nächster Angriff, wieder Nuihu. Hackmeier rutscht unglücklich aus, Kulowitz. Schimpelsberger. Nochmals die Chance. Lässt sich Beer sehr einfach austanzen. Aber Schaffer macht es dann gut. Bietet ihm das lange Eck an. Und liegt schon, bevor der Ball dort ist, am Boden. Die ersten Zuschauer verlassen enttäuscht Tivoli Neu-Tirol. Rapid hat das Vorhaben von Innsbruck sofort unterbunden. Das werden, das befürchte ich fast, das nächste Mal schon wieder weniger da sein. Wie schön war das noch im letzten Jahr, als schon einen Tag vor Spielbeginn ausverkauft an den Kassenhäuschen stand. Der Treffer von Haller in der 48. Minute war der Todesstoß für Innsbruck. Rapid wusste die richtige Antwort auf das Vorhaben von Innsbruck. Damit war dann eigentlich alles erledigt. 2-0 kann man noch etwas machen, wenn einem früh genug ein Treffer gelingt, aber nach dem 3-0 für Rapid war es erledigt. Schöner Haarschnitt. Gibt es auch bei sehr vielen Basketballspielern, die lassen sich auch immer wieder was einfallen. Schöne Tattoos. Und wenn Sie ja, einfach mehr Treffer sehen wollen, dann mein Tipp Basketball. Da gibt es noch mehr wie beim Fußball. Sonntag, 19.15 Uhr, bei uns natürlich. Tja, das fehlt noch, dass Schweinocher Hauser noch Co. schießt. Tja, es wird nicht einfach werden in Innsbruck. Was tun? Welche Möglichkeiten gibt's? Nicht viele. Es fehlt ein Dakovic, an dem allein kann es nicht liegen. Es fehlen die zwei Extrapitler, Iltiz und Bergmann, aber die waren so gut wie noch keine Stammspieler. An dem kann es auch nicht liegen. Diese Mannschaft, diese Fußballer, die da unten stehen, die müssen es richten. Der Weg wird immer länger für Wacker Innsbruck. Jetzt bereits seit 8 Runden sind die Tiroler sieglos. Das geht auch ans Gemüt. Man hat gesehen, was so ein Sieg bei Rapid bewirken kann. Letzte Minute hat begonnen. 2-3 Minuten werden wir schon noch drauf bekommen.
Abseitsstellung. Die erste auf Tiroler Seite. Fällt auch nicht ins Gewicht. Also es bleibt bei den obligatorischen 3 Minuten. Ein ungefährdeter Sieg von Rapid. Ein herausgespielter Sieg, der, ja, wenn Trimmel noch besser und kühler, kälter beim Abschluss gewesen wäre, sogar noch höher ausfallen hätte können. Er hatte 3 gute Möglichkeiten. Auch Gartler, der Pech hatte mit seinem platzierten Schuss ins lange Eck. Also da waren schon Hochkaräter noch dabei, aber insgesamt auch in dieser Höhe der Sieg verdient. Nach dem 3:0 durch Ala hat Rapid geschickt das Spiel kontrolliert, hat versucht den Ball in den eigenen Reihen zu halten, ist auch gut gelungen. Ja. Und dann noch einen zum Abschluss von Drazan, der mir sehr gut gefallen hat. Bei ihm ist immer die Frage, ein Spiel top und dann siehst du ihn überhaupt nicht. Jetzt hat er 2 Spiele hintereinander gut gespielt, hat dann die Leistung gegen Kapfenberg anschließen können. Wie die gesamte Mannschaft, Hofmann, habe ich einen weiteren Schritt vorwärts gesehen. Das Team nimmt Konturen an. Man sieht, was Peter Schöttl vorhat mit diesem Team. Wie es spielen soll, wie es agieren soll. Thonhofer noch eine Chance. Katzer kann den Ball gegen Hackmeier nicht gewinnen. Freistoß noch bei Kulowitz. Sich Perstall in den Weg stellt. Tja, wer soll die Tore machen bei Innsbruck? Urgic hängt ein bisschen im Formloch. Dann kommt Schretter doch wieder in Form. Dann wäre er die Verstärkung in der Offensive. Merino immer wieder anfällig für Verletzungen. Hackmeier noch nicht bei 100%, was körperliche Fitness angeht. Einzige Konstante im Spiel der Innsbrucker ist Abraham. Er allein kann es auch nicht richten. Außer hatte heute viel zu tun in der Defensive mit dem starken Trimmel. Deshalb kam er nicht sehr oft mit nach vorne. War mal verlängert für Schretter. Auch im Zweikampf, die Rapidler einfach entschlossener, auch wenn sie in der zweiten Halbzeit nicht mehr so energisch in die Zweikämpfe gegangen sind. 3:0. Unter lauten Pfiffen, vor allem aus der Nordkurve, müssen sich die Innsbrucker mit einer 0:3 Niederlage zufriedenstellen. Hofmann stark. Machte das 1:0 aus einem Elfmeter. Irgendwann wird es auch aus dem Spiel heraus wieder klappen. Aber solange er die Elfmeter so sicher verwandelt, wird ihm das keiner krumm nehmen. René Gartler wieder mit seinem obligatorischen Tor. Und Ala schreibt zum ersten Mal für Rapid an. Mit ihm begann das ganze Grauen, mit seinem Foul an Gartler, der zum Elfmeter führt in Jakibea. Versucht noch einmal zu erklären, aber dieser Elfmeter, glaube ich, den kann man eben gehen. Attacken von hinten, auch wenn man den Ball spielt, werden nicht mehr toleriert. Rapid, souverän, starke Vorstellung, da hat sich ein Team vorgestellt, das weiß, was es machen möchte. Hat mit Drazan und Trimmel 2 sehr gute Außenspieler. In der Mitte die Knipser, dahinter Hofmann als Captain, hinten stehen sie gut. Alles in allem muss man sagen, Rapid feiert heute einen verdienten, auch in dieser Höhe 3:0 Sieg.
und wird die lange Busfahrt nach Hause sehr genießen. Das war's von mir. Wir schauen uns noch die Statistik an, was dieses Spiel zu bieten hatte. In der ersten Hälfte alles klar zugunsten der Rapidler. Die Innsbrucker versuchten zumindest in der zweiten Hälfte etwas mehr für die Offensive zu tun. Deshalb schaut es auch etwas besser aus. Aber immer noch 15 zu 10 Torschüsse aufs Tor. Schauen Sie mal, mehr als doppelt so viele wie die Innsbruck. Und er hat erstmals angeschrieben. Aller Interesse von Rapid steht bei Gerhard Graber. Ja, Deni Aller, warum ist es heute so eine eindeutige Sache gewesen? Ja, ich glaube, wir haben von der ersten Sekunde an gut Fußball gespielt, den Ball so gut gehalten. Haben ein paar Chancen gehabt, die wir eigentlich nützen müssen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir 3-0 also souverän gekommen. Und Sie mit Ihrem ersten Treffer für Rapid, ein besonderes Erlebnis. Sicher, wir können uns das Tor gleich anschauen. Das Schönste Ihrer Karriere war es nicht, aber wie sehr haben Sie diesen Treffer herbeigesehen? Ja, es war wichtig, dass er reingeht, egal wie. Es für mich persönlich war es halt ganz wichtig, dass ich mir ein Tor gemacht habe, das erste. Und aber wichtig war jetzt, dass wir 3 Punkte geholt haben. Ja, warum ist denn der Offensivknoten jetzt generell geplatzt? Gegen Kapfenberg 5 Tore, dann im Cup brav getroffen und heute wieder 3 Tore. Ja, ich glaube, dass wir eigentlich immer gut, also viel Chancen gehabt haben in alle Spiele. Wie man die Tore nicht gemacht und heute, ja, jetzt funktioniert es einfach. Man kann sich das einfach nicht erklären, es geht einfach. Ja, von Ihnen persönlich auch ein Zeichen Richtung Trainer, dass Sie doch eher ein Stürmer sind und nicht zum Beispiel ein linker Mittelfeldspieler? Ja, der Trainer steht auf und wenn er mit links Mittelfeld aufsteht, spielt er es natürlich auch, aber ich glaube, der Trainer weiß auch, dass ich meine Stärken vorn habe und das habe ich heute gleich bewiesen. Rapid wieder stark im Kommen? Ja, jetzt haben wir mal 2 Spiele gewonnen. Im Cup sind wir souverän weitergekommen. Ich glaube, so kann es weitergehen, ja. Walter Kogler nach und auch schon während der Partie gegen Rapid irgendwie ratlos. 8 Spiele sieglos zu Hause, erst 2 Treffer erzielt. 5-mal in dieser Saison ist der FC Wacker ohne Torerfolg geblieben. Ein Tiroler muss das wissen, woran sagt. Was gibt es zu diesen Serien zu sagen? Wie gilt es daran anzukämpfen? Diese Phasen im Fußball sind immer die schwierigsten. Also das macht dann jeder Trainer mit, egal ob in Regionalliga oder Zweite Liga oder Erste Liga, aber das sind die schwierigsten Phasen. Und ist klar, das Publikum ist da natürlich unzufrieden, das hat man jetzt auch gehört. Wenn mehr so ein, zwei so Spiele, die was da nicht aufgehen, so speziell zu Hause dann hintereinander gereiht sind, dann, wie gesagt, muss man sich hinterfragen, ob die Mannschaft dann noch voll hinter dem Ganzen steht. Oder heute habe ich das Gefühl gehabt, dass sie sich teilweise aufgegeben haben. Und das sind oft dann die gefährlichen Phasen, wenn man sieht, dass am Feld dann eigentlich das ein bisschen einschläft, dann wird es gefährlich. Also 2. klare Niederlage hintereinander zu Hause hier am Tivoli. Das Publikum ist unzufrieden. Wohinter steht das Team jetzt? Gerd Grabert mit Alex Hauser. Ja, Alex Hauser, warum ist heute wieder mal zu Hause so ganz und gar nichts zusammengelaufen? Ja, schwer zu sagen, so unmittelbar nach dem Spiel. Aber im Spiel nach vorne sind wir total verunsichert, haben wenig fließende Aktionen und hinten sind wir momentan auch nicht, gut, wird jeder Fehler bestraft und ja, ist einfach zu wenig momentan, dass wir da einmal gewinnen können. Ja, Rolli Kirchler, unser Experte, Ex-Tiroler, langjähriger Spieler, hat gemeint, er hat das Gefühl irgendwie, ja, die Mannschaft steht nicht so richtig hinter dem Ganzen, ist irgendwie träge. Täuscht der Eindruck? Ja, irgendwas hemmt, ich weiß auch nicht. Ist auch schwierig jetzt und noch was sagen, aber ja, es läuft einfach nicht so momentan. Jetzt heißt es einfach, die Erwing aufgekrempeln und ja, probieren, dass wir da wieder rauskommen. Ja, ganz ehrlich, mit solchen Leistungen wie zuletzt eben in den Heimspielen speziell, droht dann nicht eher Abstiegskampf als irgendwas anderes? Ja, das auf alle Fälle. Wenn das bei uns noch bis jetzt noch keiner verstanden hat, dass wir dieses Jahr schauen müssen, dass wir hinten, dass da nicht gefährlich wird. Das hat man heute wieder gesehen. Wir brauchen nicht von oben Mittelfeld reden oder irgendwas. Wir müssen nur schauen, dass wir punkten und ja, dass wir hinten nichts damit zum Da haben. Danke. Ja, und eigentlich war die Woche ja gar nicht so negativ. Im Cup ist der FC Wacker recht souverän gegen Margareten weitergekommen. Vor einer Woche das 1:1, immerhin beim Meister, bei Sturm Graz. Warum heute wieder dieser Rückfall? Schwierig zu sagen. Aber solche Phasen gibt es im Fußball. Speziell bei den Heimspielen merkt man einfach, dass sie sich schwer tun, das Spiel zu machen. Da stehen andere Mannschaften sehr tief. Ried war ganz das Gleiche wie jetzt Rapid. Rapid ist auch nach dem 0:3 noch hinten gestanden und hat versucht, die Räume eng zu machen. Und dann ist es natürlich irrsinnig schwierig, durchzuspielen. Das ist immer das Schwerste im Fußball.
Auswärts war meiner Meinung nach in Graz die erste Halbzeit gut, aber die zweite Halbzeit hat auch schon Anzeichen von diesem Spiel heute gehabt. Also das war nicht unbedingt die zweite Halbzeit so gut, wie sie dann dargestellt worden ist. Aber vor allem die Heimspiele, wie gesagt, sind nicht mehr so, wie sich, glaube ich, auch der Walter das mit seiner Mannschaft vorstellt. Und nächste Runde jetzt zu Hause gegen Kapfenberg, glaube ich, wird schon ein sehr, sehr richtungsweisendes Spiel. Und man da dann wieder mit zitternden Füßen, weil diese Füße zittern jetzt, wenn wir sie beim nächsten Spiel da reinlaufen, das ist einmal klar. Und da muss man gute Leistung bringen. Und das ist enorm schwierig. Und das vermutlich vor 3000 Zusehern. FC Wacker hat die schlechteste Chancenverwertung in dieser Saison aller Bundesliga-Mannschaften. Wie viele Chancen hat es heute gegeben? Wie meilenweit davon entfernt hier zu punkten war man eigentlich? Eben, das habe ich angesprochen vorher. Also bis jetzt, die Spiele waren eigentlich okay, man hat Chancen gehabt und hat sie nicht verwertet. Aber heute habe ich, glaube ich, keine Chance gezählt, bis auf diese, was war das da? Gut, das war schon abgepfiffen, der Eckball, was schon Foul gegeben wurde. Das war die einzige, glaube ich, Chance, so war ein Schuss aufs Tor, glaube ich, war nochmal erste Halbzeit. Also es war die einzige, ich habe eigentlich keine richtige Torschance heute gezählt von Wacker. Und das ist eigentlich bis jetzt erstmalig, weil bis jetzt war Innsbruck eigentlich immer gut und hat Chancen herausgearbeitet, aber heute, wie gesagt, keine. Und Rapid ist zumindest für den heutigen Abend. Schauen wir mal, was die Konferenz im Anschluss bringt auf Platz 2. Roli Kircher, Dankeschön für heute. Danke auch, Spaß macht. Danke. Bis zum nächsten Mal in Innsbruck. Apropos Konferenz, in Kürze geht's weiter. Thomas Druckeschütz meldet sich hier. Die 8000 Fans am Innsbrucker Tivoli, die erhofften sich natürlich Wiedergutmachung von ihrer Mannschaft nach dem 0:5 gegen Ried, aber daraus wurde nichts, daraus wurde bei weitem nichts. Rapid von Beginn an klar überlegen. Deni Ahler leitet den ersten gefährlichen Angriff ein. Christopher Trimmel, erste richtig gute Möglichkeit für die Gäste aus Wien-Hütteldorf. Der Ballverlust im Mittelfeld und dann das schnelle Umschalten bei den Grün-Weißen. Deni Ahler zusammen mit René Gadler im Sturm aufgeboten, bedient hier Christopher Trimmel. Nur kurz darauf, Rapid sehr aktiv, vor allem über die linke Seite. Markus Katzer und besonders Christopher Drazan, die machten ein richtig gutes Spiel. Drazan mit dem Haken, blickt auf, in der Mitte wieder Christopher Trimmel. Nächste gute Gelegenheit dahin. Von Innsbruck nichts zu sehen, Rapid drängt hier auf den Führungstreffer. Gut 20 Minuten vorbei, wieder Christopher Drazan und dann der Zweikampf zwischen Iñaki Bea und René Gadler. Christian Dinter entscheidet auf Strafstoß. Die Zeitlupe zeigt, Iñaki Bea kommt an den Ball, fährt aber auch Gadler voll in die Beine. Ich meine, diese Entscheidung, sie ist vertretbar. 23. Minute. Steffen Hofmann hat zuletzt gegen Kapfenberg einen Elfer verwandelt und auch gegen Schabold Schaffer. Ganz sicher. Zweites Saisontor für den Kapitän. Rapid führt leistungsgerecht mit 1:0. Walter Kogler mit dieser Elfmeterentscheidung nicht einverstanden, genauso wenig wie mit der nächsten Szene bzw. mit der Beurteilung von Christian Dinter. Merino wird attackiert von Steffen Hofmann. Auch der spielt den Ball, aber auch er geht da hohes Risiko. Das Ganze knapp außerhalb des Strafraums. Also hier hätte man durchaus auch auf Freistoß entscheiden können. Aber Innsbruck gelingt offensiv so gut wie gar nichts. Kurz vor der Pause bereits. René Gadler setzt sich da stark durch. Und dann hat er den Blick fürs lange Eck. 2:0 für Rapid. 44. Spielminute. Auch Gadler trifft zum zweiten Mal. Genauso wie Kapitän Steffen Hofmann hat auch er sein erstes Saisontor vergangenes Wochenende gegen Kapfenberg erzielt. Feine Einzelleistung mit einem überlegten Abschluss. Schaffer geschlagen. Und dieses 2:0 zur Pause auch in dieser Höhe verdient. Peter Schöttl hat eine ganz starke erste Hälfte seines Teams gesehen. Und das macht dann kurz nach Wiederbeginn kurzen Prozess. 48. Minute, Schimpelsberger für Deni Ahler. Und der mit seinem ersten Pflichtspieltreffer für Rapid. Schimpelsberger mit der Vorarbeit, der Schuss von Deni Ahler, dann noch abgefälscht von Iñaki Bea. Schaffer damit chancenlos. Die Entscheidung 3 Minuten nach der Pause zugunsten des Rekordmeisters.
Innsbruck in allen Belangen enttäuschend. Es gibt auch kein echtes Aufbäumen. Das hier noch mit das Gefährlichste, was die Gastgeber zu bieten hatten. Novota im Tor von Rapid verbringt einen sehr ruhigen Nachmittag, muss bei diesem Kopfball von Burgic nicht mal mehr eingreifen. Ansonsten nicht mehr allzu viel los in dieser zweiten Hälfte. Eine ganz gute Gelegenheit, die gibt es aber noch, und zwar für den eingewechselten Ate Nuhiu. Der scheitert an Schabolz Schaffer. Es bleibt damit beim verdienten 3:0 für Rapid. Die Grün-Weißen kommen immer besser in Schuss. Das Formbarometer, das zeigt nach oben. Wir spielen uns immer wieder Chancen heraus und das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt ist uns der Knoten geplatzt, wir machen die Tore. Und man sieht, dass wir uns eigentlich von Woche zu Woche immer ein Stückchen weiterentwickeln, auch wenn die Ergebnisse manchmal nicht stimmen. Aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg.